schon okay. Ich hau wieder ab. Ich will nicht, dass Mama mich sieht. Sie wird auch fragen, woher das Geld ist. Keine Angst, ich lass mir was einfallen. Okay. Gib ihr einen Kuss von mir. Mach ich. Pass auf dich auf, Vito. Gut. Dann gehen wir zu Hause. Jetzt haben wir 2000 Dollar für unsere Schwester ausgegeben. Ja, wir sind einfach viel zu gutherzig. Ja, zu Hause ist ja gleich um die Ecke. Ich bin einfach ein viel zu gutherziger Mensch. Wenn du schlafen gehst, springst du zum nächsten Kapitel. Was willst du? Nichts? Okay, gut, dann unterhalte ich nicht mit mir. Dann wink auch nicht mit mir. Ich bin nicht Raucher, weißt du das etwa nicht? So, dann würde ich mal sagen, springen wir auch mal gleich zum nächsten Kapitel. Na, ja, das hört sich an, als wäre da jemand sehr beschäftigt. Und dann gute Nacht. Kapitel 6. Gut genutzte Zeit. Ja, jetzt ungefähr so zur Halbzeit kommt Vito ins Gefängnis. Ja, sorry, wenn ich spoilern muss, aber ich kenne das Ganze schon. Vito Scaletta? Ja? Was wollen Sie? Ich verhafte Sie wegen illegalen Verkaufs von staatlichen Rationsmarken. Mitkommen. Oh, Mann. Einer von der Tankstelle hatte mich verpfiffen. Sie haben Mama so lange zugesetzt, bis sie verraten hat, wo ich bin. Aber sie wussten nicht, für wen ich arbeite, und ich hielt die Klappe. Na dann. Das ist schon mies. Henry besorgte mir über Don Clementi einen Anwalt. Ich saß schwer in der Scheiße. Obwohl, wenn die Bullen wirklich über mich Bescheid gewusst hätten, wäre es noch schlimmer gewesen. Als besonders schwerwiegend, angesichts der Tatsache, dass sie den Staat um Ressourcen betrogen haben, zu einer Zeit, in der unser Land sie am dringendsten benötigt. Mr. Scaletta, Sie als hochdekorierter Kriegsveteran. Der Mann war gut, aber nicht mal er konnte mich rauspauken. Der Fall war von Anfang an klar. 3 Monate später wurde das Urteil gefällt. Vittorio Antonio Scaletta. Für ihre Straftaten gegen die Bürger dieser Stadt und dieses großartigen Landes. Oh Gott, erspar mir den Patriotismus. Verurteilt sie dieses Gericht hiermit zu 10 Jahren Haft in einem Bundesgefängnis. Oh Mann. Also das stelle ich mir ehrlich gesagt wirklich hart vor, im Gefängnis zu sein. Der Bundesknast. Diebe, Mörder, Kinderschänder, hier war alles vertreten. Der Abschaum der Menschheit. Los, in einer Reihe aufstellen! Bleibt genau hinter mir! Und bloß keine Dummheiten! Na, super. Das ist so der einzige Moment, wo wir hier im First-Person-Modus mal in dem Spiel sind. Aber schön, diese Rassenaufteilung finde ich ja genial. Da die Asiaten, da die Schwarzen. Oh Mann. Willst du Ärger machen, du Hurensohn? Tut mir leid. Was ist? Du nicht sprechen unsere Sprache? Ich bring sie oh. dir. Oh! Aua! Was ist los? Gefällt dir das, du perverses Schwein? Autsch! Los! Ich bin auf und schieb deinen Arsch wieder in die Reihe. Jetzt bald!
Hey, Blödmann, ich sag's nicht zweimal. Ab in die Reihe. Au! Au! Vorwärts! Ja, ist ja gut, um Himmels Willen. Stehen bleiben! Und rechts um! Da ist rechts! Sperrt die Lausche auf, ihr Arschlöcher! Mein Name ist Captain Terence Stone und das hier ist mein Gefängnis. Ihr seid hier drin gelandet? Ja, das Hitlerbärtchen passt jetzt absolut habt, richtig zur Situation. Anständig benimmt. Damit eins klar ist: Euer Arsch gehört ab jetzt mir. Und ihr macht, was ich sage. Oder ihr werdet es bitter bereuen. Wenn mir einer von euch dumm kommt, wird er sich wünschen, er wäre nie geboren worden. Ihr seid hier, damit euch jemand zeigt, wie man ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft wird. Und das machen wir. Okay, ihr Arschlöcher. Wir nehmen euch jetzt die Handschellen ab. Und dann schrubbt ihr euch mal den Grind vom Leib. Und jetzt im Gänsemarsch mir nach. Wow. Willkommen beim Friseur, Ladies. Ihr werdet gleich verflucht scharf aussehen. Hey, ich auch? Bei mir kann man nichts mehr abrasieren. Halt's Maul, Glatzkopf. Oh Mann. Okay, Abmarsch. Ey, du Saftsack, tu, was man dir sagt. Okay, sehr gut. Ach du Scheiße. 1979-0. Neue Grafik freigeschaltet, sie im Hauptmenü. Hör zu, Süßer. Wenn du nicht tust, was man dir sagt, stecken wir dich ins Loch. Mir nach. Alles klar, chill doch mal. Ich tue doch, was du sagst. Kein Grund, gleich hier so angepisst zu sein. Also das mit Nachtruhe kann ich mir ehrlich gesagt nicht mehr vorstellen. Willkommen im Trautenhaus. Rein mit dir. Wow. Arschlöcher, sonst lernt ihr mich kennen. Scheiße. Sogar mit einer Ratte. Mein Zuhause für die nächsten 10 Jahre sah scheiße aus und roch nach Pisse. Da hätte ich mir noch lieber in Europa die Kugeln um die Ohren pfeifen lassen. Na, das glaube ich dir, Vito. 3 Tage später. 3 Tage lang geschah nichts. Dann erhielt ich die Nachricht von Joe, ich solle einen gewissen Leo Galanti kontaktieren. Er könnte mir hier drin helfen. Ohne Freunde überlebst du hier nicht lange. Gut, wir wissen ja, wer Leo Galanti ist. Das ist ja der gute Herr, der immer Schach spielt. Da hinten müsste das sein. Eure Stützpunkte gehören. Dann gehen wir mal zu ihm hin. Den kenne ich doch. Du bist der Ithaka, der mit Barbaro bei dem Juwelier war. Wegen euch sitze ich in diesem Drecksloch. Nein, du sitzt, weil du ein bescheuertes Arschloch bist. Wisst ihr was, Jungs? Meine Ma hatte recht. Es gibt einen Gott! Und er hat dich hergeschickt, damit ich dir heimzahlen kann. Du Dreckskerl. Und zwar mit Zinsen! Oh. Gar nicht mal so schlecht. Wie wär's mit der Wette? Mach ihn fertig, Eddie! Spring in den Schädel ein! Yeah, rein! Ja, komm schon! Bam! Es wird noch einfacher als damals, als ich deiner Mutter eine Kartoffel in den Arsch gefallen habe. Gib die Zähne aus! Bart! So, diesmal gebe ich aber nicht so leicht auf. Halt in den Arsch auf, O'Neill! Bam!
Bam! Mach ihn fertig, Oni! Au, 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 au. Ein. Yeah, lass ihm seinen Spaghetti-Fresser-Arsch auf. Ja, ich glaube, jetzt blockt er jeden Angriff von mir ab. Ja, das ist programmiert. Ich soll verlieren. Au, ja. Das war, ist so programmiert. Zweck da! Oh, jetzt kommen wir in das berüchtigte Loch, hä? Jetzt hast du ein wenig Zeit, darüber nachzudenken, was du getan hast. Au! Oh, meine Güte, sind das Arschlöcher. Zusperren! Ah, meine Herren. Na gut, O'Neill hat mir fast die Rübe abgeschlagen, aber ich hab mich gewehrt und glaubt mir, im Knast zählt das eine Menge. Zwei Tage später. Wie lange wollen Sie ihn noch da drinnen lassen? So lange, bis er seine Lektion gelernt hat. Ach, wen interessiert das? Ist er fit genug, um zu boxen? Denk schon. Nach der Prügelei im Hof haben ihn die Jungs nicht mehr so hart angefasst. Da ist er drin. Aufsperren. Komm in die Gänge, Skeletta. Da will dich jemand besuchen. Mein Name ist Leo Galanti. Ich habe gehört, du willst mich sprechen. Ja, einer von Clementis Jungs hat mir gesagt, sie könnten mir vielleicht weiterhelfen. Scheiß auf Clementi. Ich bin nicht für den Schutz seiner Leute hier drin zuständig. Aber ich habe gesehen, wie du den Ian O'Neill bearbeitet hast. In dir scheint was zu stecken. Komm mit, Kleiner. Alle mal herhören. Das ist Vito. Er gehört jetzt zu uns. Pepe hier hat einen wichtigen Kampf vor sich. Gegen O'Neill. Er braucht einen Sparringpartner. Und nach dem, was ich im Hof gesehen habe, bist du der richtige Mann für den Job. Du hilfst uns ein bisschen, Junge. Und als Gegenleistung stehst du ab jetzt unter meinem Schutz. Wer weiß, vielleicht lernst du ja auch das ein oder andere dabei. So ein Angebot kann ich kaum ausschlagen. Ich mache keine Angebote. Okay, Männer. Dann gehen wir die Sache mal an. Na, dann schwingt die Fäuste. Okay, heute arbeiten wir mal an deinem Konterschlag. Vito, verpasst Pepe ein paar Schläge. Versuch, sein Riesenkind zu zertrümmern. Pepe, du weichst dem Schlag so aus, wie ich es dir gezeigt habe. Nutz den Schwung und schlag dann zurück. Also, dann legt mal los, Jungs. Okay. Gut, Pepe. Zieh dein Riesenkind ein, verdammt. Kleines Gut. Wow, jetzt bin ich platt. Hey, ist das hier Sparring oder Kampftraining? Wir disponieren um, Champion. Der Junge hat Feuer im Blut. Deshalb trainieren wir jetzt Konterschläge. Okay, Vito, kriegst du das nochmal hin? Das kann dir im Ring eine Menge bringen. Die meisten Typen rechnen nicht damit. Nur unser Pepe, der rechnet mit allem. Okay. Okay, wer will... Nicht schlecht, Alter. Zeig mir noch mal zwei davon. Okay. Jawoll! Na also, du lernst schnell, Kleiner. Okay, Jungs, für heute reicht's. Gute Arbeit. Wie gut kennst du Clementi eigentlich? Ich bin ihm nie begegnet. Ich hatte nur mit Henry Tomasino und Luca Gorino zu tun. Unglaublich, der Schwanz Lucio Gorino lebt also immer noch. Was hattet ihr für eine Abmachung? Wir erledigen ein paar Jobs für sie und werden in der Familie aufgenommen. Für 5 Riesen. Was? Sowas ist typisch für Alberto. Er kriegt den Hals einfach nicht voll. Warum? Ist das mehr als üblich? Ja, genau 5 Riesen mehr als üblich. Man muss nichts bezahlen, um aufgenommen zu werden. Man holt dich in die Familie, sobald du bewiesen hast, dass du loyal bist, was einbringst und dass du mit dieser Art Leben, naja, klarkommst. Jedenfalls sind das äußerst interessante Neuigkeiten. Wenn das rauskommt, werden Alberto und Luca einiges erklären müssen. Und wem? Vergiss es. Wir reden ein andermal darüber. Okay. Lernen die anderen kennen oder verlassen den Trainingsbereich? Hey, woher weiß der alte Galanti so viel über das Boxen? Ich aus Vito. Ja, Sam, freut mich. Okay. Ohne Witz? Ja. Komm, wir reden mal mit ein paar Leuten. Wie geht's? Wie geht's, Vito? Ich heiße Herr. Was nicht übel im Ring. Sie sind aber sehr nett zu mir. Gute Arbeit im Ring, Kumpel. Wenn du so weitermachst, bist du bald bereit für einen echten Kampf.
hat, dass er genau deswegen hier ein... Und ihn hast du es gezeigt, dem Arsch. Sehr gut. Nächstes Mal tun uns den Gefallen und bricht dem Wichser das Genick. Oh, okay? Sehr gerne sogar. Naja gut, okay, wir gehen dann mal. Oh, genau. Pass auf, wo du hinläufst, Guaylo. Hättest du Augen statt Schlitze, hättest du mich vielleicht kommen sehen, Arschloch. Galanti, hinterhältiger weißer Teufel. Mr. Wu, schön, Sie zu sehen. Hinterhältig? Ihr habt auf euren Mann gesetzt und verloren. So läuft das nun mal in diesem Land. Dann Wu bietet dir Rückkampf an. Ich denke, das lässt sich einrichten. Hast du Lust, Vito? Gegen den Chinesen? Gib ihm eine Trittleiter und schick ihn vorbei. Da hörst du's, wo ihr kriegt euren Kampf, wie gewünscht. Aber diesmal keine Chop-Sui-Mädchen, verstanden? Gib ihm eine Trittleiter, das ist schon mies. Pass auf, diese Schlitzaugen sind flink wie Wiesel. Es bringt nichts, gleich wuchtige Schläge anzusetzen. Den weichen sie aus. Okay, was soll ich dann machen? Viele schnelle Schläge, damit er müde wird. Dann vergiss...